Jetzt komm, 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 komm. Wir müssen das ja nur irgendwie überleben. Warte, 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 warte. Elegant. What? Moin Leute, es ist mal wieder Zeit für eine Special-Folge bzw. Themenfolge in Sachen Happy Wheels. Heute mit dem guten alten Indiana Jones und ich würde mal sagen, wir legen direkt los. Hier knack ich mit dem bestgeratetsten Level angeblich. Moment, Rating? Ja klar, aber guck mal, das Level hier unten ist doch wesentlich besser geratet. Was ist hier los, Happy Wheels Seite? Du verwirrst mich. Aber egal, wir nehmen da einfach das hier. Ah, weil das wahrscheinlich schon so oft gespielt wurde und so, weißt du, kumuliert die Stars. Zack, drauf hier. Gucken wir mal, was wir hier mit Indiana Jones reißen. Und den Charakter zum Beispiel, deshalb habe ich dieses Special auch mal ausgewählt. Erstens wurde es sich, wow, extrem oft gewünscht in den letzten paar Wochen. Und, wow, und zudem spielt man, Hilfe, diesen Charakter! Wir leben. War natürlich geplant. Kein Problem. Ich weiß, was... Oh, Indiana Jones, dankeschön. Hold Space. Habe ich gemacht. What? Wow, nein! Nein, Indiana Jones, du bist aus deinem Wagen rausgefallen. Leute. Verdammt. Oh! Das war so klar, dass hier noch irgendwas passiert. Oh Mann, ey. Ich wusste gar nicht, dass er Wände hochfahren kann. Also tut mir leid, Indiana Jones, in den Filmen konnte er das nicht. So... Wann übrigens, ich würde mal auch gerne eure Meinung zu den Indiana Jones Filmen wissen. Vielleicht gibt es ja auch einige, die Filme noch gar nicht gesehen haben. Wir lassen einfach mal den Film mit den Aliens ein bisschen außer Acht. Ganz ehrlich, Indiana Jones, du spielst dich wie ein frickin', ne? Wie ein Airbus 380. Der fliegt bei uns manchmal hier rüber. Der, ich weiß gar nicht, welche Route der immer fliegt. Aber ich wohne ja, obwohl so nah wohne ich gar nicht, am Hauptbahnhof. Am Hamburger Flug! Hafen. So, warte mal, jetzt würde ich aber... Guck mal hier. Zack. Ach so, weil das dann angeblich... Nur mal eine kurze Frage. Gab es eigentlich mal einen Film, wo, sagen wir mal so, der Protagonist so in so ein Superheld oder so, dass er einfach mal weggesnackt wurde. Stellt euch mal vor, Indiana Jones so, ja, jetzt kommt Indiana Jones, der fünfte Teil. Indiana fährt so und da kommt wieder, in dem einen Teil kam ja auch so eine riesige Steinkugel hinter ihm hergerollt. Und auf einmal stolpert Indiana Jones und dann war es das für ihn. Ich würde mal gerne wissen, ob es mal so einen Film gab. Den würde ich auf jeden Fall sehr feiern. So, jetzt gucken wir mal, was hier so weitergeht. Und nur kurz zur Info, ich bin auch ein bisschen im Stress. Wir haben es gerade 19.42 Uhr und diese Folge soll, wow, heute eigentlich noch online kommen. Ich habe heute einfach so Chili-Milli-Tag gemacht. Das war unglaublich. Was habt ihr heute getrieben, Leute? Weil ich meine, oh, 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 oh. Da wäre das Ziel, ey, das kriegen wir hin. Ich habe, wie gesagt, nur gechillt und das Wetter war ja auch mehr als superb. Auch wenn ich jetzt nicht irgendwie an irgendeinem Badesee rumgechillt habe. Sondern ich war mal ein bisschen produktiv im Häuslichen. Hab mal ein bisschen... Wow! Bisschen Wäsche gewaschen. Obwohl es eigentlich eine ziemliche Verschwendung war an diesem wirklich wunderschönen Tag. Ich weiß ja nicht, ob es überall in Deutschland so war, dass das Wetter mehr als pornös war. Ja, ihr habt richtig gehört. Pornös. Hä? Paluten hat pornös gesagt. Wow, 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 wow! Immer dieser Stress! Nein, wir hätten das geschafft. Aber wo kam denn die Axt her? Okay. Jetzt mal volle Konzentration darauf, dieses Level zu schaffen. Komm schon, Timmy, wir machen das. Wir machen das. Oh, okay. Jetzt. Ich habe nämlich nur ganz kurz Steuerung gedrückt. Aber dann, ich glaube, dann sind wir einfach schneller. Ich dachte die ganze Zeit, Kacke, gleich fallen wir auf den Boden und dann ist unser Kopf weg. Und dann kommt einfach dieses blöde Glasding und dann ist der Kopf weg. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte einfach jetzt gleich, zack. So, warte mal, jetzt komm, zieh. Jawohl, jetzt aber. Ach, hier war die Axt. Okay, fahr. Yes. Booyah. Ba-bam. Tutti Frutti Eiscreme. So, Indiana Jones Remix. Was ist denn ein Remix? Also ich weiß schon, was ein Remix bei dem Lied ist, aber... Okay, wir fahren hier wieder einfach nur...
Okay, warte mal, wie soll ich das denn schneller machen? Also, vielleicht ein bisschen nach vorne lehnen. Oh, ich glaube, wir sind schnell. Ja, wir sind gut. Wir sind gut in der Zeit. Runter, 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 runter. Der kommt doch noch. Go, fahr doch. Jawohl. Yes. Guck mal, da ist eine Ananas gewesen. Wieso stand da einfach eine Ananas? Was ist da los? Indiana Jones Mine? Es sind natürlich jetzt alles so Level, die sich eher eben um Indiana Jones drehen. Ich meine, großartige Sachen, aber wir spielen einfach... Okay, der war ein bisschen Lava. Ist halt einfach so, weil der Indiana Jones Charakter wird mir immer zu selten genommen. Also auch in den Parts, die ihr baut, wird er irgendwie so immer sehr stiefmütterlich vernachlässigt. So, komm schon. Zack. No, what? Aber kein Problem, Leute. Kein Problem. Ele. Ich wollte eigentlich sagen elegant, aber das war... Ach, warte mal, wir können es doch hier auch wieder fest... Ich habe mich doch hier gerade festgemacht. Jawoll, elegant. Machen wir ein super häseliges Face in die Kamera. Ja, ist das ein Sugly oder was war das? Irgendwas hatte White Titty doch hier, ne? Ins Leben gerufen. Kein Selfie, sondern ein Sugly. So, jetzt müssen wir hier einmal rum. Ah, nein, nein, halt dich fest, Bro! Verdammt! So, falsch. Er schnallt sich hier aber auch nicht richtig fest. Komm, Bro! Jawoll, jetzt aber. Den, 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 den. Yes, yes. Oh, boom. Schock. Kalaka? Was? Was hätte ich denn hier machen sollen? Jetzt kann man das jemand... Hä? Ich hab doch alles richtig gemacht. Hier komme ich doch im Leben nie wieder. Hier guck... Ne? Ihr habt, das war eine gute Begründung von mir, ne? Oh Gott, Crap! Raus hier! Weg von diesem blöden Level! Das war ja nicht blöd. Oh, guck mal, Indiana Jones Rope Swing. Ein bisschen hier Abwechslung. Oh! Oh, Bro. Du hast krasse Shorts. Hat er immer diese Shorts an? So, Indiana Jones. Zack! Na komm. Hopp, 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 hopp. Oh, warte. Zack! Oh, yes. Komm, Indy. Komm, Indy. Da unten ist das Ziel. Pam, Digga. Das war ein richtig, richtig schöner Rope Swing. Und mir ist es da auch dann übrigens letztlich egal, aus welchem Jahr die Level kommen. Nur kurz zur Info. Ob das so ein 2011, ich meine, die können ja auch schon 2010 gute Levels gemacht haben. Das ist ja Banane. Und wollen wir mal so einen kleinen Run hier nehmen? Okay, wir haben uns wieder festgeschnallt, hoffentlich. Okay, ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Es ist aber, ich glaube, nee, kurz, wow. Okay, wir haben uns die Arme gebrochen, kein Problem. Oh, go back, okay. Ach, Mann. Wieso knallt das hier immer so? Ich meine, wow. Ich sollte vielleicht, nee, Leertaste nicht unbedingt hier drücken. Oh, elegant. Zack, und jedes Mal snacken dabei unsere, Dingens weg. Mann. Das kann nicht wahr sein. Nein! Was machst du? Okay, wir müssen uns, glaube ich, doch festschneiden. Vielleicht muss ich auch das nur einmal drücken. Und dann snackt er sich da fest. Ah, jawohl. Jetzt sieht's gut aus. So, und jetzt nämlich schon bremsen. Damit wir hier gleich, wenn es go back kommt, dass wir dann da sofort den Speed drauf haben. Der Victory. Boom. Schakalaka. So, Leute. Zeig ich. Oh, nochmal einen kleinen Jump hier. Ein bisschen Jump. Oh, hey. Na, Leute. Ich weiß zwar nicht, was die zu mir gesagt haben. Wahrscheinlich. Okay, wir sollen Z drücken. Wann denn? Jetzt? Ja. Moment mal. Das wäre ein richtig guter... Warte mal, was sagen die? You're right, son. Look, Daddy. It's Indiana Jones. Ja, kein Problem. Keine Fotos, Leute. Keine Fotos. Whoa. Kennt ihr noch die Fresh Prince of Bel-Air-Folge? Da war auch irgendwas mit keine Fotos oder so. Mann, ich weiß, dass es lustig war, aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. So, und jetzt, zack. Nein! Ach komm, Indiana Jones, du warst früher, weißt du? Harrison Ford ist auch schon ziemlich
alt mittlerweile, aber der macht ja auch schon seit gefühlten 700 Jahren Filme. Der ist auch immer sehr, sehr scheu, was Interviews etc. angeht. Er hat da immer sehr, sehr großes Lampenfieber. Fand ich krass zu hören. Weil ich guck... Nein! Was ist denn das? Ich gucke immer sehr gerne auch amerikanische Talkshows. Da ist er relativ rar gesät meistens. Und da haben die auch irgendwie darüber, glaube ich, ein bisschen getalkt. Ach, Bro, du willst mich doch... Was ist denn hier... So, jetzt komm. Aber mal zeige ich Indiana Jones. Jetzt cruise mal hier richtig schön längs. Nee, ich werd hier gar kein Z drücken. Am Arsch. Ja, nein, jetzt! Ja, dieselbe finde ich gar nicht so gut. Okay, es war nett, aber dieses Ding am Ende fand ich so ein bisschen... Indiana Jones and Son. Okay. Okay, Sohn. Das Fahrrad ist einfach kaputt gegangen. Moment mal, jetzt komm. Okay, ja, ich bin noch am Leben. Mieser Move. Und jetzt, give me the victory. Wow! Sohn, du hast dein Beinchen verloren. Ich weiß nicht, was hier steht. Ist aber... okay, hier geht's runter. Ist aber auch nicht so wild. Pam, Digga. So, mal hier ein bisschen. Brum, 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 brum. Moment. Ich glaube, das war Indiana Jones, der da gerade tot war, oder? Jawohl. Und da ist er doch. Der gute alte Victory. Sag ich, knackig. Indiana Jones Escape. Hört sich auch nochmal gut an. Da sind... Oh Gott. Nein. Jawohl, ein bisschen... Meine Damen und Herren, das war mal wieder hier. Wirklich, wirklich reine Scharade. Scharade! Oh. Was machst du denn da immer? Du entkommst dem Tod, aber dann lehnt er sich immer so komisch nach vorne. Jetzt aber, jawohl, komm, Indiana Jones! Wow! Nein! Zieh dich raus! Jawohl! Bam! Halleluja! Ein kleiner Indiana Jones mit dem Segway. Achso, das ist wahrscheinlich einfach nur das Synonym, das sei jetzt wieder so ein... Oh, Meteor... Hat diese Harpune uns gerade komplett in zwei geteilt? Oh. Hui. Oh Gott, du blöde Harpune. Komm mal klar auf dein Leben, Digga. Komm mal klar! Ich kann doch nichts machen, die ist treffsicherer als, keine Ahnung. Treffsicherer als, jetzt fällt mir einfach kein guter Vergleich ein. Wir leben, wir sind tot. Ah komm, das ist doch alles hier. Shenanigans. Nein, volle Kanne in die Weichteile. Da muss aber jemand auf jeden Fall nochmal zum Arzt. Ey, Bro, das sieht echt nicht... Last try jetzt hier. Das sieht echt nicht gesund aus. So, komm. Fahr! Also, vielleicht soll ich jetzt springen? Ah, um dann darüber zu kommen. Okay, alles cool, yo. So, jetzt. Attacke! Da ist doch... Das ist doch alles. Jetzt nochmal hier irgendwas, was irgendwie mal so ein bisschen geil gestaltet ist. Also, ich fand, die Level waren alle schmackhaft, auf jeden Fall. Aber es war alles nicht so... das sieht ganz gut gestaltet aus. Hui! What? So, Frontflip. Okay, jetzt komm. Wir müssen das ja nur irgendwie überleben. Warte. Elegant! What? Was war das denn? Wir haben das überlebt und dann kam der Pfeil so mies in Slow Motion und zerstört einfach unseren Kopf. Dieses Spiel. Es ist echt unglaublich. Happy Wheels. Ich schwöre dir. Irgendwann Jimbo Nachi oder so. Dem habe ich mal eine E-Mail geschrieben, ob ich das Let's Playen darf. Hat sogar geantwortet damals noch. Aber ist jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen her. Jawohl, komm. Komm, Indy. Mach es. Stopp! Ja, das muss mir natürlich auch jemand vielleicht früher sagen und nicht irgendwie stopp. Und dann kommt hier so ein... Nee, also das ist ja natürlich... Ich würde mal sagen, wir machen mal einen kleinen Last Try. Ich will die Folge jetzt auch nicht ausufern lassen, weil ich den ganzen Schüssel ja auch gleich nochmal hochladen muss. Das wird ja auch nochmal ein bisschen Zeit beanspruchen. Stopp! Ja, alles cool. Alles cool. Fährst du noch oder ist es einfach, weil es jetzt gerade... Ich glaube, wir sind tot.
Ich glaube, wir sind wirklich... Ich guck mal, ob wir jetzt hier noch in den Victory fahren. Ich lasse Indiana Jones einfach nochmal ein bisschen cruisen. Falls euch dieses kleine Special gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ansonsten schreibt natürlich unten in die Kommentare auch weitere Vorschläge für Specials. Checkt bitte das auch noch so ein bisschen ab mit den Specials, die wir bereits gemacht haben. Da gibt es eine extra Playlist für. Da könnt ihr dann gucken, was es schon alles so gab, damit wir eben nicht irgendwie tausendmal nochmal Dragon Ball Z in den Kommentaren stehen haben. Da wollen wir ja nicht, dann verliere ich so ein bisschen die Übersicht. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ich kriege das Video noch vor 21 Uhr online. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, bis dann. Ciao.